also mein Werdegang ging über die Brücke in den Beruf, im Kids, Offenbach am Main ist es. Und ich wurde durch den Herr Kistner hierher katapultiert, kann man sagen. Also ich habe ein Vorstellungsgespräch, ein Praktikum hier gehabt, ist alles super verlaufen. Ich strenge mich super an. Der Beruf ist was für mich, ganz klar. Ich liebe diesen Beruf. Ich mache die Arbeit hier gerne, ich tue hier Farbe mischen. Heute zum Beispiel hab ich gerade die Kabine fertig gemacht. Ich kann Ihnen ja zum Beispiel mal dann zeigen, was man so in der Kabine machen muss, damit die funktionstüchtig ist. Also beim Farbemischen waren wir da drinnen. Also da sind die zwei Lackierkabinen. Da drin wird lackiert und da sind die Vorbereitungsphasen. Oder ich kann noch Karosseriebau lernen, nämlich Fahrzeuglackierer und Karosseriebauer. Es geht aber noch bis Schichtungsmeister, dann gibt es noch Airbrush-mäßig weiterbilden und sowas. Das ist alles in diesem Beruf möglich. Jetzt gehen wir zur Kabine. Das ist die Lackierkabine. Hier sind lauter Gitterroste, wie man sieht. Da oben die Decke, das sind Filter, das sind Wärmelampen und halb Neonlampen. Nicht Neonlampen, doch Neonröhren kann man sagen. Und in verschiedenen 80 Watt haben die jeweils eine helle, damit der Lack auch schneller trocknet und so. Ist auch dazu gedacht. Das ist eine Zwischenwand, da kann man die Kabine vergrößern. Die Filter sind sehr wichtig, die müssen einmal in 1,5 Jahren gewechselt werden, weil sonst der ganze Staub nicht aufgenommen werden kann von den Filtern und das alles auf die Lackierung zurückfällt. Also Sie haben ja einem unserer Schützlinge hier in Brücke in dem Beruf hier die Chance gegeben. Und das ist insofern nicht ganz selbstverständlich, eil derweil der nicht unbedingt die allerbesten Zeugnisse vorgewiesen hat. Warum haben Sie ihm denn dennoch eine Chance gegeben? Ja gut, weil er ja hier im Monat ein Praktikum gemacht hat und da einfach mal gezeigt hat, was er drauf hat. Ohne Zeugnisse. Sondern nur mit reiner Manpower, sag ich jetzt mal. Ja. Und bei uns im Seminar, da war nicht so unbedingt riesig engagiert. Hier richtig im Arbeiten scheint es anders zu sein. Ja gut, beim Seminar war ich ja nicht dabei. Aber vielleicht liebt er die Praxisnähe. Und das liegt ihm einfach besser. Also hier gibt er ja Vollgas. Ja. Zu KBO ganz kurz. Ja. Das scheint ja hier ein Riesenbetrieb zu sein. Wie viele Leute haben Sie und was tun und machen Sie hier? Ja gut, hier rennen insgesamt 14 Leute rum. Und ja, wir machen Karosseriebau, Lackierung, kleine Sachen, Aufbereitung, alles. Eigentlich wollten wir überhaupt nicht ausbilden, aber der PR hat hier einfach so einen Eindruck hinterlassen, dass wir uns gedacht haben, bei dem Jungen macht's Sinn.